das Wissen besprochen. Der Coronavirus, der hält uns alle gerade fest. Nicht nur zu Hause, sondern auch beruflich und ursprünglich hält er uns ziemlich fern von dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir sind jetzt aber in einer Phase angelangt, wo wir doch ein wenig Bewegung haben möchten. Ich möchte euch heute aufzeigen, wie man alleine trainieren kann oder eben halt auch mit einem Partner zusammen. Ein Partner bedeutet in dem Fall ein Partner, der bei euch wohnt und verwandt ist, ja, damit ihr nicht irgendwie rausgeht zu einem Kumpel oder dergleichen, sondern mit einem, der bei euch eben zu Hause ist und euch unterstützen kann. Die Übungen selber sollen einfach sein für den Kleinsten von uns, ja, für die Bambinis, sowohl aber auch für die Großen, für die Herren und sogar für die Senioren. Alle Übungen, die wir jetzt hier machen wollen, kann man alleine machen bzw. zusammen.